Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Wir machen heute wieder Topfgucker und Mahmoud sollte jetzt mit der Sunea kommen. Jetzt kommt er. Kommt gerade von der Küche. Das ist von der Schwägerin, die hat heute für uns gekocht und wir gehen rüber essen. Let us look. Oh, oha. Oha. Ist lecker. Gut. Alhamdulillah. Ah, Also. ja. Bei denen ist das Ding, der Shawai heißt es, geht nicht so gut. Oder was heißt geht? Sie hat gesagt, es geht zu gut, es wird dann zu schnell heiß. So Leute, ah, kann man mal zeigen. Will doch jemand mal sehen. Dicke, dicke, dick. Die Socken aus Deutschland. E from inside. I change now. This is my outside now. Ich habe jetzt die Sportschuhe für draußen. Eigentlich wäre es besser für drinnen, ist egal. So, jetzt gehen wir. Und der hat pinke Schuhe. I come with a man's shoe and you with a women's shoe. Voilà. Okay, jetzt zeige ich euch, es gibt Maschikromp. So, da sind wir wieder. Also wir essen gleich zu Mittag. Und Mama macht schon den Reis. Aywa, ägyptischer Reis von der Schwägerin. Was ist deine Bettlock? Das geht die, Mahmoud. Das ist mein Teller. Dein Teller, okay. Ich sag immer, ich komme erst essen, wenn der Boden gedeckt ist. Was war das? Aha. Ich bin da. Ich bin Malaga. Hat die Malaga. Ich bin Bei uns geht's ab. Oder nimmst du den Reis? Du isst eh nicht so viel. Ich esse doch. Weh aber, Junis. Wer isst denn dann so wenig? Ich nehm's. Du nimmst. Ja, wir essen aus Metalltellern. Das geht. Dann nehme ich das. Ich esse auch nicht so viel Reis. Ich esse mehr Patatis, genau. Ach so. Ja. So, dann rutsche ich hier rüber. Upsala. Also, der Machschi, da habt ihr das. Die werden so serviert. Nicht jeder brät die, ne? Ist auch besser wegen dem ganzen Öl, dass man nicht zu viel. Oh, Molochea. Das ist in der alten Pfanne. Das schmeckt am besten, Leute, wirklich. Glaubt es mir. Gell, Mausi? Ach, und das Brot von gestern frisch gebacken. Super Sache. Mausi ist nicht so ein Machschi-Fan, gell? Manchmal. Okay. Maschitani. So, Dille. Die Fadde. Fad. But don't for you, not for you. Bitte nicht. Mahmoud. Mahmoud, please. Bisschen. Also, Chicken und Lahma. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Also, am Video, Aue. Aywa, das geht nach Deutschland, sagt sie. Unser Fisir. Moloha. Also, wo ist mein Teller? Ach, guck mal. Das habe ich gemacht. Das ist mein Tahina. Die essen mit Tomaten den Moloha. Und jeder hat so andere. Das, die mit den Tomaten ist für die Kinder. Hallo Mohammed. Guck mal. Ach, die Tahina, die mit mal. Jalla. Und Zwiebel haben wir da. Ganz viele. Also, jalla. Und Tahina hat sie selber gemacht. Bismillah, bismillah. Eine Tüte trockenen Hummus habe ich über Nacht in genau, also erstmal, keine Ahnung, 3-4 Mal gewaschen, Wasser weggeschüttet, über Nacht in dieses Wasser gestellt und wir machen genau in dieses Wasser. Schütten wir jetzt diese ganzen Hummus in den Kochtopf und lassen den kochen, bis sie weich sind. So, meine Lieben, ich habe mir meine selbstgemachte Knoblauchpaste genommen. Dann ungefähr, wie viel? 2 Limonen, sag. 2 Limonen ausgepresst durch ein Sieb, dass keine Körner dabei sind. Jetzt mixe ich die ganze Geschichte erstmal. So, einmal gemixt. Jetzt ist Tahina drin, ungefähr 150
Gramm, würde ich sagen, oder Milliliter. Ich habe noch ein paar Brocken rein, die ich mir sonst noch ausgekratzt habe. Dann habe ich mal Wasser rein und das vermische ich und dann kommt immer wieder kaltes Wasser dazu. Dass es so richtig schaumig, nicht schaumig, cremig, eine cremige weiße Flüssigkeit. Und ihr könnt auch später mit den Hummus aus der Dose verwenden. Ne? Ich mache das halt frisch. Ich hole die getrocknet, weiche die über Nacht auf, habe ich ja gesagt, und dann kochen. Aber man kann es auch aus der Dose nehmen. Voll ja. Aber Mahmoud sagt lecker. Können wir auch so essen. Ja. Und jetzt immer wieder Wasser nach. Wie viel Wasser ungefähr? Ja, ich würde auch sagen so. Kommt drauf an, wie viel Hummus ihr benutzt. Ne? Auf welche Packung. Es muss natürlich noch... Das wird noch flüssiger werden. Ich hole mir jetzt mal die Hummus dazu und wechsle den Mixer. Das ist jetzt nur, damit das Knoblauch feiner geschnitten wird hier, weil in dem großen Mixer wird sich der verlieren. Upsala, einmal fokussieren bitte. Genau, das sind jetzt die fertig gekochten Hummus. Und hier habe ich jetzt den anderen von Monsieur Cuisine, den anderen Mixer. Die werden jetzt zusammengemixt und Wasser. Immer ein bisschen Wasser dazu, dann wird es noch cremiger. Und hier ist der Rest, das tut der Mahmoud als Suppe. Da ist Kreuzkümmel drin und Salz. Und das kann man, löffelt er als Suppe und isst die Hummus praktisch so. Das ist auch typisch ägyptisch. So, das war's jetzt fast. Ich habe jetzt Kreuzkümmel rein, aber sparsam. Ihr wisst, ich bin jetzt so der Kreuzkümmel-Fan. Weißen Pfeffer, Salz, Olivenöl und jetzt noch ein paar Live-Dinger und noch ein bisschen, wo ist es? Wo ist es? Hier noch ein bisschen Knoblauch nach. Das war mir zu wenig abgeschmeckt. Ihr seht, hier habe ich schon genascht. Ja, man muss ja probieren. Der Koch muss probieren. Übrigens, die Suppe, die kann man noch mit Brot essen. Ne? Ägypter essen das mit Brot. Die Hummus-Shorba. Und wir essen diesen Hummus-Brei als Abendessen. Und es ist super gesund. Mal eine Alternative, nicht immer Fuhl abends, sondern Hummus. Ne? Sehr, sehr gesund. Jetzt tue ich das Ganze nochmal aufmixen. Wenn es zu hart wird oder zu dick, immer ein bisschen kaltes Wasser. Und wichtig, kaltes Wasser. Das macht das Ganze fluffiger und cremiger. So. Also jetzt zeige ich euch gleich das Endergebnis. So, das war's. Der Mixer hat seine Arbeit gemacht. So könnt ihr euch ungefähr die Konsistenz vorstellen. Da kann man die auch besser mit dem... Also ich mag das so. Da kann man die auch besser... lecker. Mit Brot tunken. Ja, Mausi, du darfst mitessen. Das ist es jetzt. Ein paar Hummus drauf. Ganz leicht zuckermäßig Kamun, also Kreuzkümmel drauf. Frischen Koriander aus unserem Garten. Ja, so geht's los. Mausi ist schon ganz... Zeig mal deine Frisur übrigens. Dreh dich mal um. Warte, warte, ich komme. Dass sie genau hübsch aussieht. Schaut mal. Wow. Hat die Tante gemacht. Okay. So, dann darfst du mal probieren, Mausi. Ja, was du möchtest. Du kennst doch das. Das gefällt dir. Das ist mir lang. Gut? Halas. Okay, dann gucken wir jetzt noch dem Mahmoud beim Essen zu. Jetzt bringt die noch Pflanzen zum Essen, sagt er. Pflanzen sind das. Das sind Kräuter, Jonas. Hallo? Hallo, Khalis. Ja, das ist ja klar. Aber der Tabak von Yunus, ich nehme Kamun also, ich würde Kamun ohne. Auch. Auch. Guck mal, wie sie kommen alle. Die verhungerten Viecher. Also ich mache jetzt mal für die Schwägerinnen auch so ein Ding. Das kann jeder mal tunken. Ne? La, I will eat later. Just for them. Bon Appetit. Was ist los, Younes? Ich will also sagen, nach dem Video. Nach dem Video, okay. Dann isst mal weiter. Hast du das schon probiert? Warte. Ich will sagen, nach dem Video. Okay, später. Also Leute, heute gibt's das als Abendessen. And beside this, you can eat masal and what? Basal. You can eat even fool. You can make. You can make Baba Ganoush. Also man kann hier echt viele Sachen nebenbei essen. Aber wir machen jetzt heute mal hier Hummusabend. Yalla. For salad also looking. Genau, und als Salat genauso. Genau, wenn ihr übrig habt davon, das kann man auch als Salatdressing verwenden. Oder als Brotaufstrich für ein Sandwich. Also das Hummus ist immer
Das hält sich auch ein paar Tage im Kühlschrank, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Also, ne, verschlossen im Tuber. Tuba, in the Talag a few days. Only Tuba. Tuba, sa. Tuba, Tuba, Tuba. Tuba, Tuba. Okay, yalla. Bye, boy. Ta-ta! Wir tun die gefrorenen Würstchen gerade in der Mikrowelle auftauen und essen die mit Barbecue, Cheddar-Soße und Cowboy-Soße. Aha, Cowboy, Cheddar, alles von Hurghada. Das ist Mittagessen, gell? Haja, haja, haja. Schmeckt's? Ja, das ist voll lecker. Hammer-Mami. Hammer-Mami. Du isst das auch in Deutschland? Naja, gibt's auch in Deutschland. Frisch gekocht von Mami aus der Mikrowelle. Jetzt geht's los, gell? Haja, haja, haja. Noch Milch. Milch dazu. Na ja. Dann. Gut, bon appetit. Käsewürstchen. Bismillah. Habibi. Sehr lecker. Die Mausi sagt, mach mir viel von Kepta. Früher konnte sie kein Kepta leiden und jetzt will sie ganz viel haben. Und soll ich euch was sagen? Nach 8 Jahren Ägypten schmeckt mir jetzt auch Koriander frisch. Ich weiß auch nicht, auf einmal schmeckt es mir. You know, subhanallah, I like the Gospara fresh now. In the Salata. Awil Mara. The last time I ate it with Nura much and now also I like it. I don't know why, how it's changing. Also das ist auch Kepta, ne, Leber und Herz. Extra angebraten für Mahmoud und wir essen das so eher gekocht mit viel Soße. Gell? So und jetzt das Brot noch, Bismillah. Hier, frischer Koriander mit Salz und Limette. Nach dem Kampf. Nach dem Kampf. Die Kinder nach dem Kampf. Der Dino kämpft noch. Mahmoud hat fertig. Nicht, dass ihr denkt, wir schmeißen immer Sachen weg. Wir schmeißen nichts weg. Na? Mausi, Teller fast leer. Younes auch. Ich kämpfe noch. Ja. Alhamdulillah, sagt er. Okay, der ist fertig. Gut. Ich bin auch fertig mit dem ganzen Video. Wir wollen es ja nicht zu lang halten, immer nur kleine, kurze Sequenzen. Das war's im Video. Topfgucker mal wieder. Bis die Tage. Mal Selam. Bye, bye.